Hallo Leute, Cramix hier, was geht ab, Paul Berger, herzlich willkommen zurück zu Roblox und Leute, zu einem neuen Roblox-Projekt, denn das letzte Projekt, das Inselprojekt, ist ja fertig, Leute, wir haben die 1-Milliarde-Dollar-Insel gemacht und haben das Ding durchgespielt und heute werden wir auch wieder von arm zu reich werden. Herzlich willkommen zu einem neuen Projekt also, und zwar heute zu dem City-Projekt. Wir werden jetzt hier mal anfangen, Leute, ihr seht, wir sind hier noch kompletter Noob, wir haben noch 0 Dollar, wir haben noch kein Haus und wir können jetzt hier unser eigenes Haus bauen, Leute, und hier unseren eigenen Limonadenstand bei Lemon Dropper, Leute. Ich glaube, das ist unser... Oh mein Gott, seht ihr das? Das sind unsere ersten 20 Dollar jetzt hier. Oh mein Gott. Also, wir wollen heute richtig reich werden. Nur eben nicht auf einer Insel wie beim letzten Mal. Ich glaube, sonst ist das ziemlich ähnlich. Und ich muss sagen, ich finde das ziemlich cool. Und ich hoffe, es gefällt euch auch wieder. Also, wenn ihr das Ganze feiert, lasst ein Like und ein Abo da, wenn ihr wollt, dass wir wieder der reichste Spieler hier werden in der Stadt, Leute. Hier sind auch andere Häuser. Die haben hier auch irgendwie ihren Limonadenstand und Haus und so weiter. Ich mache jetzt hier mal weiter. Wir holen jetzt hier mal den Lemon Dropper. Das hat jetzt schon 80 Dollar gekostet. Aber ich glaube, jetzt mache ich hier schon ein bisschen schneller Geld. Ey, das dauert ja voll. Ich glaube, Leute, ich muss das Ganze wieder ein bisschen beschleunigen. Ich glaube, ich muss mir hier wieder ein bisschen Geld kaufen. Oh mein Gott, Leute, es geht wieder los. Wie gesagt, Kinder, nicht zu Hause nachmachen. Ich werde jetzt hier wieder voll reinpayen, damit das Ganze noch schneller wird. Erstmal kaufe ich hier mal einen Multiplikator, dass wir doppelt so viel Geld machen. Dann kaufe ich mir hier extra Speed, dass wir auch schneller laufen, Leute. Oh mein Gott, warum muss ich immer so übertreiben? Ich habe bei dem letzten Tycoon auch irgendwie ein paar hundert Euro ausgegeben, damit wir einfach die fetteste Multimilliardärsinsel haben. Low Gravity, da können wir höher springen. Soll ich das auch machen? Wisst ihr was? Nee, das mache ich mal nicht. Ich will gar nicht so hochspringen. Hauptsache, wir rennen jetzt hier schon mal schneller und wir machen doppelt so viel Geld. Oh mein Gott, jetzt geht's doppelt so schnell. Richtig cool. So, das ist ja unnormal nice. Guck mal, wie viel Geld wir jetzt hier machen. 500 und dann jetzt als nächstes 500. Oh mein Gott, okay, es geht hoch. Wir machen einfach direkt mal weiter mit dem nächsten. Und zwar können wir jetzt hier bei Organic Lemons. Ich glaube, wenn wir das holen, Leute, dann machen wir noch schneller Geld. Das mache ich jetzt hier mal. Bam! Man kann hier einen Diamanten-Dropper kaufen. Man kann hier bei dir Diamond Lemons, also Diamanten-Zitronen, das für 79 Robux, also auch wieder echtes Geld. Wisst ihr was, Leute, wir machen das jetzt einfach mal. Egal, dann machen wir jetzt Diamanten. Oh mein Gott, wir haben jetzt einen Diamanten-Limetten-Zitronenstand. Und das auch noch mit doppelt so viel Geld. Ey, schau mal, Leute, wie das jetzt schon abgeht. Ey, hier ist ein anderer Spieler mit seinem Auto. Moin Meister, was geht ab? Also ihr merkt schon, das ist richtig cool. Man ist hier in der Stadt und die ganzen anderen Häuser sind auch echte andere Spieler. Und Leute, wir wollen aber der reichste von allen werden. Yo, Bro, oha, Leute. Guck mal. Der heißt iCrimex. Ey, Junge. Ey, Leute, das ist so schlimm bei Roblox, ne? Ich musste mir schon so viele andere Namen geben und so, weil andauernd, gefühlt jeder iCrimex-Name wird schon geklaut, Alter. So, ihr habt das schon mit allen Namen gemacht. Ich schreib mal, yo, was geht? Moin, Meister. So, wir machen hier mal weiter. Wir müssen unser Haus ja hier jetzt weiter noch bauen, weil wir sind aktuell ja noch obdachlos quasi. Wir haben ja nicht mal ein eigenes Haus. Ey, aber der Typ ist krass. Der hat schon ein eigenes Auto. Läuft bei dir, Digga. Also irgendwie gibt es hier ziemlich viele iCrimex-Fakes, Leute. Aber ich habe zwei Accounts. Jetzt, das ist jetzt hier nämlich mein zweiter Account, weil ich habe den Tycoon schon mal mit meinem richtigen Account angefangen. So, und deswegen habe ich jetzt hier zwei Accounts. So, zack, zack, zack. Oh, Dekoration. Okay, hier auch nochmal ein bisschen Deko. Lichter natürlich rein, richtig und wichtig. Alter, Leute, wir machen mittlerweile schon so viel Geld, dass wir jetzt hier einfach direkt schon unser Haus kaufen können. Ich versuche das Ganze hier natürlich auch wieder richtig schnell zu machen, wie bei dem letzten Tycoon auch, Leute. Damit wir das Ganze vielleicht auch so in 5 Episoden wieder durchspielen können. Ich hoffe, das kriegen wir überhaupt hin. So, zack, 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 hier die Veranda. Okay, läuft. Was können wir denn hier machen? Pflanzen für 200. Das ist natürlich gerade alles kein Geld für mich. Ich mache einfach mehr Geld, als ich ausgebe, weil jetzt gerade am Anfang ist natürlich noch alles richtig günstig, aber wir machen hier einfach schon unnormal schnell und viel Geld. Leute, wir haben eine eigene Garage. Wie cool ist das denn? Und, hä? Wooden Fence? Okay, jetzt haben wir hier quasi, das ist unser Garten, eine Sandbox, einen Sandkasten, eine Schaukel. Oha, wie cool. Aber jetzt haben wir hier eine Garage und können ja auch das Garagentor aufmachen. Aber wir haben noch gar kein Auto. Ich brauche ein Auto, Leute. Oha, wie cool ist das denn? Aber wir haben schon mal eine eigene Garage. Ich guck mal hier rein, ob man jetzt... Ah, warte, das Haus ist noch nicht ganz fertig. Aha, eine Toilette muss natürlich... Guck mal, ja. Wir seilen erstmal einen ab. Ey, hört auf hinzugucken. Erstmal auf ganz entspannt hier auf der Toilette gechillt. Und ich glaube, you are completed stand da. Wir haben unser Haus ist fertig mit unserem Zitronenlimonadenstand. Und wir machen schon ganz gutes Geld, aber wir sind natürlich noch lange nicht reich. Und deswegen würde ich sagen, meine Freunde, wir laufen jetzt mal in die Stadt und werden uns da einen eigenen Laden, so ein Geschäft kaufen. Wir gehen da jetzt mal hin, Leute. Let's go. Oh mein Gott, Leute, ich habe hier einen Pizzastand gefunden. Man kann hier einfach einen Pizzastand kaufen. Wir sind hier mitten in der Stadt. Wie gesagt, alle anderen Spiele haben ja auch Läden und so weiter. Und ey, wir kaufen uns jetzt mal eine Pizzeria. Ich glaube jetzt auch nicht, dass man mit einer Pizzeria unbedingt richtig reich wird. Aber ich glaube, eine Pizzeria ist schon mal ein besserer Anfang als ein Limonadenstand.
Oh mein Gott, ist das teuer. Oh mein Gott, ist das teuer. Hier die Wände 600, hier nochmal 800 die Wände. Aber wir machen natürlich schon richtig gutes Geld. Hier natürlich hier den Außenbereich muss man noch schön machen. Zack, hier so ein paar Outdoor-Sitzplätze, damit hier Gäste sitzen können. Alter, ich glaube, das wird voll teuer. Bei Checkout-Counter. Aha, okay, die machen jetzt hier schon mal Pizzen für mich, oder was? So, hier ein paar Bilder kann man an die Wand machen. Zack. Okay, also schneller arbeiten hier. Macht mehr Pizzen, Leute. Wir müssen reich werden. So, ihr müsst für mich hier, ihr müsst mich zum Millionär machen mit euren Pizzen. Oh mein Gott, guck mal. Auf Ehre. Ich glaube, jedes Mal, wenn ihr jetzt auch wieder so eine Pizza durchläuft, dann machen wir wieder Geld. Okay, das ist schon mal ziemlich cool. Okay, Walltrim, was ist das denn für 950? Okay, nochmal hier so ein bisschen die Wände streichen. Decke hier noch drauf, Fenster rein. Zack, zack. Aber hier muss noch Licht rein. Wir haben noch nicht mal Licht hier. Ist noch voll dunkel, der Laden. Hier, Lightning. Erstmal Licht hier reinkloppen. So, oh mein Gott. Leute, unsere Pizzeria. Und wir haben aber kein Geld mehr. Das hat jetzt 20.000 Dollar gekostet, diese Pizzeria zu machen. Oh, wow, wow. Das, ey, Alter, wie teuer ist das denn jetzt schon? Ich merke schon, der Tycoon hier ist auch wieder richtig teuer. Lampen, 2.500 Euro und so. Ach, du Scheiße, Leute. Was ist das denn hier bei Walltrim? Warum ist das denn hier so teuer alles? Hier nochmal Wände, 1.000. Wir sind ja schon wieder arm hier. Oh mein Gott, Leute. Ich glaube, ich muss mir wieder ein bisschen Geld kaufen. Leute, sollen wir uns ein bisschen Geld kaufen? Oh mein Gott, soll ich mir 500.000 Dollar? Komm, wir kaufen uns 500.000 Dollar. Oh mein Gott, oh mein Gott. Ich geb hier schon wieder zu viel Geld aus. Leute, macht das, wie gesagt, nicht nach. Aber somit sind wir einfach noch schneller, weil ich will auch hier in der Stadt wieder der Reichste werden. So wie wir einfach in der letzten Serie, sage ich mal, die reichste Insel hatten, möchte ich hier der Reichste in der Stadt werden. Und deswegen haben wir jetzt hier nochmal 500.000 Dollar gekauft. Ein Pizzamaker für 7.000. Aber ihr wisst, was das bedeutet. Die grünen Punkte, die bringen uns immer Geld rein. Hier nochmal, oh mein Gott. Oh mein Gott, die Pizzamaker, die bringen uns jetzt richtig Geld rein, ne? Was, hier nochmal ein Freezer? Ein Freezer können wir uns hier kaufen. Ah, eine Gefrierkammer. Okay. Also wir haben jetzt hier quasi eine eigene Pizza-Factory, eine eigene Pizza-Firma quasi noch mit dabei. Soße, hier müssen noch Soßen draufgepackt werden. Ein Pizzaofen und jetzt werden hier schon die fertigen Pizzen reingeslidet. Hier nochmal ein paar Lichter rein, zack, Walltrim. Oh mein Gott, Leute, wir haben unser eigenes Pizzahaus fertig gemacht. Und wir machen jetzt schon stabiles Geld. Wir machen jetzt schon richtig gutes Geld. So, arbeitet schneller, Leute, arbeitet schneller. Und ich glaube, unsere Pizzeria ist jetzt auch schon fertig hier, ne? Ich glaube, das ist jetzt schon wieder fertig. Wir gucken das Ganze mal von außen an. Ja, also da kommt auf jeden Fall keine Etage mehr drüber, ne? Wir haben eine eigene Pizzafabrik und eine Pizzeria. Ich hoffe, da kommen jetzt auch mal ein paar Gäste, die dann da auch ordentlich Geld lassen und schöne Pizzen kaufen. Guck mal hier, iCrimex District. Das Grundstück gehört mir, das habe ich gekauft. Oh, warte mal, guck mal, hier kann man noch was machen. Bei Parking. Natürlich gibt es auch Parkplätze bei unserer Pizzeria. Sehr wichtig. Oh nein, es wird hier gleich dunkel. Es wird hier ja schon dunkel, Leute. Aber ich würde sagen, das heißt, wir haben jetzt mittlerweile schon zwei Einkommensquellen. Wir haben unseren Limonadenstand und wir haben die Pizzeria. Wisst ihr was? Ich würde sagen, ich laufe jetzt mal in die Stadt rein und werde mal gucken, ob ich noch irgendwas finde, wo man nochmal Geld investieren kann, damit man noch mehr Geld verdient. Ey Leute, ich habe hier wieder was gefunden. Bei Studio Apartment. Wisst ihr, was das bedeutet? Ich kann mir jetzt hier eine eigene Wohnung kaufen in dieser Ding hier und kann das einfach vermieten. Schau mal, hier sind schon die anderen Spieler, die haben ja auch Wohnungen. Ey Leute, ihr wisst, mit Immobilien kann man richtig gutes Geld verdienen. Alter, aber die ist noch im Rohbau, die Wohnung. Oh mein Gott, wir müssen die quasi erstmal hier renovieren. Aber das ist ja unnormal nice. Dann können wir die Wohnung quasi vermieten und dann verdienen wir damit Geld. Leute, ihr wisst, Immobilien sind immer eine gute Investition. Also wenn ihr mal irgendwann gutes Geld habt, dann investiert gerne in Immobilien. Also ist jetzt, ich bin natürlich kein Finanzberater, aber ich habe mir neben meinem Haus ja auch schon mal eine Wohnung jetzt in echt gekauft, weil ich denke, dass Immobilien sind immer auf jeden Fall eine sichere Einnahmequelle. Guck mal hier, Money Dropper 7.500. Oh mein Gott, nice, Leute, nice, nice, nice. Die Immobilie, die bringt uns immer Geld rein. Das hier, der Money Dropper. Sehr gut. Was haben wir hier nochmal? Bedroom Wallpaper. Aha. Hier auch nochmal Lichter rein. Decorations, okay, ne? Natürlich hier unser Apartment wird auch fertig gebaut. Das sind jetzt natürlich hier so Sachen, so diese Dekorationen, die bringen uns kein Geld rein. Ne? Muss man natürlich sehen. Geld reinbringen uns hier so Dropper oder alles, was grün leuchtet, bringt uns immer Geld. Sachen, die rot leuchten, bringen uns kein Geld. Aber ich will natürlich trotzdem, dass für unsere Vermieter, für unsere Mieter, dass es dann schön eingerichtet ist und wir natürlich hier ein guter Vermieter sind, ne? So schön, das Apartment haben wir fertig gemacht, wird vermietet, bringt uns monatlich Geld rein. So kann das laufen. Perfekt, Leute. So, wir gehen jetzt hier raus. Zack. Alter, guckt euch das mal an, Leute. Wie viele andere Spieler hier auch einfach schon eine Wohnung haben in dem Apartment. Wir sind einfach noch gar nicht krass. Wir müssen noch reicher werden. So, wir machen hier mal weiter. Und zwar gibt es hier ein Suburban House Foundation. Und zwar, Leute, hier ist so eine reiche Wohngegend. Guck mal, hier sind so übelst fette andere Villen.
Man kann jetzt hier eine dicke Villa kaufen außerhalb von der Stadt. Das ist eine richtig so eine reichen Gegend hier. Wenn wir uns hier eine Villa kaufen und wenn wir die vermieten, dann können wir die locker für richtig viel Geld vermieten. Oder wisst ihr was, vielleicht benutze ich das Haus auch für mich selbst zum Wohnen. Dann werde ich das andere Haus einfach vermieten, das erste, was wir haben. Ihr wisst schon, Leute. Zack, Fenster hier rein. Okay, wir müssen das Haus natürlich aber wie immer auch erstmal wieder aufbauen. So, eine Garage. Lol, die Garage ist im Haus drin. Oh mein Gott, Leute, das ist ja mein Traum, ne? Ich sag euch, wie es ist. Oh, nein, ich hänge in der Garage fest. Was ist das denn? Hilfe, bitte helfen Sie mir, ich bin in Gefahr. Ja, wie komme ich denn jetzt hier wieder raus? So, okay, wir sind wieder raus, Leute. Das ist ja schon immer ein Traum von mir. Quasi eine Garage, die direkt ins Haus reingeht. Das ist ja unnormal cool. So, wir müssen jetzt mal gucken. Money Dropper. Man kann ja auch einen Money Dropper einbauen. Oh mein Gott, wie cool. Alter, Gold Dropper. Das sind Gold Dropper, Leute. Und man kann hier für echtes Geld einen Diamanten Dropper holen. Aber wisst ihr was, Leute? Wir machen das einfach. Egal. Egal, wir machen das. Wir werden hier der reichste Spieler. Jetzt haben wir hier sogar noch einen Diamanten-Dropper. Wie cool ist das denn? Wie viel bringt uns der denn jetzt ein? Ich hoffe, der bringt uns gut Geld rein, weil aktuell geben wir irgendwie nur Geld aus. So, wir brauchen jetzt hier auch unbedingt mal Lichter. So ein Fireplace, genau. So, sitz hier rein. Wir machen jetzt mal unser eigenes Traumhaus quasi fertig. Unsere Luxusvilla. So, oh mein Gott, es gibt sogar noch einen zweiten Stock. Zack, zack, zack. Hier überall durchlaufen. Lichter rein. Wichtig, richtig und wichtig. Ey, Leute, denkt ihr, unser Geld reicht? Ich hoffe, unser Geld reicht aus dafür, weil irgendwie habe ich das Gefühl, das wird noch richtig teuer hier, die Villa. Aber so wird das dann aussehen, hier wieder nehmen. Das ist schon edel, ne? Das ist schon edel. Boah, ich hoffe, dass wir hier dann gleich auch ein Auto dafür kriegen, dass wir mit unserem Auto dann quasi in die Stadt immer in unser Pizzaladen reinfahren können. Das ist dann richtiges Good Life, Leute. Bei Stove, okay, nice, das bringt uns auch wieder Geld rein. Ihr wisst, die grünen Sachen bringen Geld rein, richtig und wichtig. Schau mal, überlegt mal, wir wachen morgens mit unserer Villa auf, fahren dann schön mit einem Lambo zu unserem Arbeitsplatz. Mashallah, uns geht's gut. Wir leben einfach wie ein Multimillionär. So ein Ding wird das hier. Okay, schön Doppelgarage. Zack, zack. Okay, wir gehen mal weiter hoch. 300.000 haben wir noch. Also bis jetzt das Haus, das frisst schon echt ordentlich Geld. Und man kann ja sogar noch den Garten machen. Aber ich würde sagen, wir machen erstmal das Haus fertig. Und wenn dann noch Geld übrig ist, dann kümmern wir uns um den Garten. Alter, guck mal, alle unsere Freunde, alle unsere Nachbarn sind reich. In unserer Straße wohnen einfach nur reiche Leute hier. Krass. Krass, vielleicht wohnt da drüben Stani oder so. Ich glaube, da drüben, da wohnt Amir, Stani, SU, Russak. Das ist die YouTuber-Gegend hier. Zack, Wallpaper, genau, natürlich auch Tapete hier dran. Bei Walls, hallo? Hallo, warum geht das hier nicht? Ah, jetzt. So, manchmal braucht der hier ein bisschen länger, weil wir so schnell sind. Zack, zack. Oh mein Gott, ist das teuer. Dekoration, $6.500 für Dekoration in einem Zimmer. Warum ist das so teuer, Leute? So, Sitzplätze. Oh mein... Was? 20.000 hat gerade... Oh mein Gott. Die Decke hat gerade 20.000 gekostet. Oh mein Gott, Bruder. Oh mein Gott, ist das hier schon wieder teuer. Ich renne hier einfach durch. Badezimmer machen wir hier auch noch rein. Wie gesagt, Leute, ich mache hier wieder Speedrun. Wir machen hier die Speedruns ähnlich wie bei der Insel letzte Folge. Oh nein, Licht an. Mach Licht an. Ich habe Angst im Dunkeln. Ey, nein, ich bin hier eingesperrt. Warum geht die Tür nicht auf? Hallo, bitte helfen Sie mir. So, jetzt sind wir hier wieder drauf. Oh mein Gott, schaut euch das mal an, wie schön der Eingangsbereich ist. Hier außen noch ein bisschen Dekoration hin. Oh shit, hier nochmal eine zweite Garage, damit hier natürlich der Lambo und der Range Rover reinpasst, Leute. So, zack, zack, hier wird schön Geld generiert. So muss das sein. Wir gehen nochmal hier oben hin, so Licht noch hin. Zack, hier. Boah, das ist ein bisschen verbuggt hier leider, der Tycoon. Manche Sachen, die sind hier ein bisschen buggy. Vielleicht muss ich gleich nochmal restarten. Boah, Ankleidezimmer, Leute. Guck mal, hier schön die Off-White-Sachen anziehen. Zack, zack. Hier in Designer. Nur Designer gekleidet, weil wir sind hier rich, rich. Ihr wisst Bescheid. Boah, guck mal, ein Gaming. Lol, Start-Video-Channel. Wir können ja unseren eigenen YouTube-Kanal machen. Wie cool ist das denn? Oh mein Gott, hier YouTube-Play-Button. Livestream. Alter. Alter, war das gerade teuer. Das hat gerade 60.000 gekostet hier. Das ist ja fast so... Das war ja so teuer wie mein Gaming-Zimmer hier. Einfach 60.000 ausgegeben für eine Zockerecke. Aber, guckt mal, das generiert uns jetzt Geld hier. Wichtig, Leute, wichtig. Hier nochmal ein paar Lichter rein. Hier der Balkon ist auch fertig. So, und ansonsten glaube ich langsam, wir sind durch mit dem Haus. Wie gesagt, teilweise sind sie ein bisschen verbuggt und die Punkte werden hier noch angezeigt. Hier noch Licht rein, aber ansonsten, zumindest mit dem Haus, glaube ich, sind wir fertig. Der Garten fehlt noch. Ich würde sagen, den Garten machen wir auch noch, weil, Leute, ihr kennt mich, Leute. Wer mich kennt, der weiß, ich habe hier bei meinem Haus, habe ich auch den Garten schön gemacht. Pool muss schon, also ein schöner Garten, das muss schon sein, ne? Das ist ja schon, so ein schöner Garten ist schon Flex, Leute. Wir sind natürlich keine Schmalspuren hier. Wir stellen natürlich hier nicht ein dickes Haus hin und machen dann, haben dann nicht mal einen Garten. So nicht, Leute, so nicht.
Perfekt, schön Gartenhütte, Pool. Lol, Apple Tree. Schau mal, das ist auch was Grünes. Das heißt, das bringt uns Geld ein. Man kann hier Diamantenäpfel... Ich mach das. Kostet zwar 50 Robux, aber ich mach's trotzdem. Das sind oh mein Gott, wir kriegen Diamantenäpfel, die wir verkaufen können. Guckt euch das mal an. Geil, Mann. Das bringt uns... Schau mal, Leute, wir machen mittlerweile schon richtig schnell Geld. Das ist natürlich auch sehr wichtig. Aber wir sind... Eine Sache fehlt hier irgendwie noch bei dem Haus. Wir sind irgendwie noch nicht ganz fertig. Also mir wird hier noch nicht complete angezeigt. Ah, hier. Okay, ich sehe doch. Jetzt. Area completed. Okay, also unser neues Big Baba Bubu Haus haben wir auch fertig gemacht, Leute. Aber wir haben noch kein Auto, Mann. Was soll das? Wir müssen... Ey, Leute, wisst ihr was? Ich gehe jetzt mal in die Stadt und ich hoffe, dass wir uns jetzt mal irgendwo ein Auto kaufen können bei einem Autohändler. Wir können ja nicht hier in so einer Flex-Gegend leben und dann nicht mal ein Auto haben. Ey, Leute, schau mal. Ich habe hier einen Mechanik-Shop gefunden, den wir hier kaufen können. Aber das kostet einfach 100.000 Dollar. Ich mach's einfach. Ey, das ist ja aber so teuer. Aber vielleicht, wenn man so einen eigenen Mechanik-Shop hat, also quasi eine Werkstatt, wenn wir hier so eine Werkstatt haben, vielleicht kriegen wir dann ja auch ein Auto. Ey, da hat ja allein das Grundstück gerade 100.000 gekostet. Ach du Scheiße, Wände, 10.000, 12.000. Wie teuer ist das? Ey, Leute, wir haben gleich kein Geld mehr. Wir haben gleich kein Geld mehr. Was passiert hier? Wir haben noch 20.000 Dollar. Wir sind gleich arm. Oh mein Gott, ich glaube, ich muss noch mal ein bisschen nachkaufen. Ich muss hier noch mal nachkaufen. Kinder, macht das nicht nach zu Hause. Oh mein Gott, wir haben wieder 500.000 Dollar. Wie gesagt, Leute, gebt kein Geld für Spiele aus. Macht... Oh nein, nice. Wir hatten hier gerade einen grünen Punkt. Das heißt, das generiert uns jetzt Geld hier. Aber wie gesagt, Leute, gebt kein Geld für Spiele aus. Das lohnt sich nicht. Ich mache das hier nur, weil damit ich es halt schneller für euch machen kann in den Videos. Ansonsten wartet lieber ein bisschen länger und dann könnt ihr das auch machen. Ist unnötig, sonst Geld auszugeben. Ansonsten guckt einfach meine Videos und lasst mich das einfach für euch machen. Dann wisst ihr, wie das aussieht. Dann müsst ihr das nicht machen. So, okay, okay. Hier zweites Garagentor, damit hier... Oh, eine Hebebühne natürlich auch noch, ne? Zack, zwei Hebebühnen, unsere Werkstatt, damit wir natürlich auch viele Autos annehmen können. Alter, was ist denn allein hier draußen noch alles? Ey, Bro, also langsam fühle ich mich hier verarscht. Ein Schild, 26.000 Dollar. 26.000 Dollar für ein Schild. Mein Geld ist ja gleich schon wieder weg hier. 60.000 Dollar für... Ey, warum ist das so teuer? Eine Waschanlage. Die Waschanlage ist ja... Oh mein Gott, 40.000 Dollar das Schild. Bruder. Bruder, das ist zu teuer. Das ist zu teuer. Ach du Scheiße, Mann. Das, ey, Leute, das Geld kriegen wir nicht rein. So schnell können wir das Geld nicht verdienen, wie wir es hier ausgeben. Tür, 13.000. 80.000. 80.000, oh mein Gott. Für einen Angestellten hier, für einen... Aber wenigstens bringt uns Geld. Das ist ja schon mal gut, dass uns das wenigstens ein bisschen Cash-Mash wieder reinbringt. Ey, aber das ist doch nicht normal, ne? Das ist doch nicht normal, was das an Geld hier kostet. Hier, 105.000 für einen Carpart-Dropper. Ach du Scheiße, Leute. Das wird hier wieder... Das ist genau wie bei der Insel letztes Mal. Das wird hier so schnell teurer. So, eine Tür, 11.000. Ey, also das ist wirklich nicht normal, ne? Ah, okay, wir sind jetzt wieder bei 100. Hä, warum bringt uns das so schnell Geld rein? Oh mein Gott, warte mal. Ich glaube, das bringt uns richtig viel hier, der Angestellte, das Fahrzeuglager. Oh mein Gott, Leute. Okay, das war mal eine gute Investition, weil das bringt uns jetzt wenigstens auch wieder schnell Geld rein. Jetzt sind wir hier gleich wieder bei 100.000. Nice, man, arbeitet schneller, los. Los, schneller. Ja, also das muss ich sagen hier, das funktioniert gut. Also das bringt uns bis jetzt am meisten Geld rein hier, diese Fahrzeug, ich nenne es jetzt einfach mal, keine Ahnung, Autoteil-Business. Das Autoteil-Business, das bringt gutes Geld rein. Wichtig, Leute. Ich würde sagen, wir sparen noch kurz auf 125.000, weil dann können wir da direkt, glaube ich, sogar noch einen dritten Dropper einbauen. Ey, aber schau mal. Also Leute, das ist wirklich langsam hier wieder abzocke. Ein Schild. Ein Schild für 65.000, was man hier kaufen kann. Ich kann hier auch mal auf meine Liste schauen, was als nächstes kommt. Wir können hier noch ein Luxus-Apartment kaufen. Wir können eine Mansion, also eine Villa kaufen. Also hier kommt noch einiges. Wir müssen hier wieder superreich werden. Ich will hier wieder der reichste Typ werden. Und die Autowaschanlage, mit der sind wir auch noch nicht fertig. So, Garagentor auf hier. Zack, wir haben wieder 125.000 uns angespart. Und deswegen kaufen wir uns hier noch einen dritten Part. Carpart-Dropper, also ein Autoteil-Dropper quasi. Und jetzt müsste das hier eigentlich hier richtig abgehen, wenn jetzt hier dreimal uns das Cash-Mash reinbringt. Boah, guck, oh mein Gott, schau mal, Leute, wie schnell das jetzt schon hochgeht. Wie schnell wir jetzt hier schon Cash-Mash machen. Wichtig, Leute. Also ich würde sagen, die anderen Business-Dinger schauen wir uns nächstes Mal an in der zweiten Episode. Wir gucken mal, was können wir jetzt noch machen? Wir können hier noch... Was können wir jetzt hier noch machen? Vielleicht können wir hier irgendwie noch die Waschanlage ein bisschen weiterbauen. Boah, das ist aber teuer, ne? Ich sehe doch hier schon... Ich sehe doch schon, das ist doch hier schon wieder so teuer. Oh mein Gott! Ein Tipjar. Das heißt, das bringt uns hier wieder Cash rein. Das bringt uns hier wieder Cash rein. Kostet aber 175.000. So, Leute, weiter geht's. Wir haben uns wieder ein bisschen Geld angespart. Deswegen holen wir uns jetzt hier diesen Tipjar.
bei Gold Tipcha. Alles klar, kostet. Perfekt, kostet wieder 220.000. Ey, Leute, wisst ihr was? Ich würde sagen, das soll es von der ersten Episode gewesen sein. Schreibt mir in die Kommentare, wollt ihr, dass wir hieraus auch wieder eine Serie machen, wie mit der Inselfolge quasi, mit diesem Insel-Tycoon? Ich hätte richtig Bock, hier wieder der reichste Spieler zu werden. Lasst ein Like und ein Abo da und bis dann. Haut da rein, Leute. Euer Crymax.